Hey Leute, herzlich willkommen. Ich wollte euch heute mal ein paar Infos zur Keynote um 7 Uhr geben. Dort wird ja angeblich das iPhone 5 vorgestellt, beziehungsweise das iPhone 4S. Und es wird auf jeden Fall kein Livestream geben. Das wurde auf jeden Fall schon bekannt gegeben. Es werden nur Live-Ticker kommen. Und ich möchte euch da auf jeden Fall einen empfehlen. Und zwar auf der Seite engadget.com. Ich finde die Seite mal cool. Es gibt ja halt viele Technik-News und so weiter. Und dann noch kurz nebenbei hier eine Info. Und zwar wird das iPhone 4S am 14. Oktober in Japan im Apple Store erhältlich sein. Dies kann man auf der offiziellen Seite von Japan erfahren. Und ja, wo ihr den Livestream findet, ist hier. Ich werde euch das Ganze auf jeden Fall verlinken. Man sieht hier schon, wie die Mitarbeiter von Engadget hier schon angekommen sind bei Apple. Und ja, ich verlinke euch das auf jeden Fall und ja, viel Spaß beim Zugucken und bis zum nächsten Mal.